Herzlich willkommen bei ALTE. Ihr werdet es vielleicht schon mitbekommen haben, wir haben schon häufiger jetzt unsere Firma vorgestellt von Gästen, die bei uns waren. Wir haben ganz nette Leute kennengelernt, die sich bei uns sehr wohl gefühlt haben. Aber immer wieder kam dann, hey, stellt doch mal selber eure Firma vor. Das machen wir jetzt hiermit. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wo wir hier sind. Wir sind hier in Markdorf, das ist in Nähe Bodensee. Unwahrscheinlich schöne Gegend, unwahrscheinlich tolle neue Firma. Wir sind seit anderthalb Jahren im Geschäft und sind, ich denke, sehr intensiv auch in den neuen Medien vertreten. Und jetzt schauen wir uns mal um, was hier alles so bei uns los ist. Also, wir befinden uns im Showroom von der Firma LCI in Markdorf. Was wir hier sehen, sind zwei Exponate, die jetzt von uns betreut werden, Kundendienst, auch mal gewisse Fahrten, Testfahrten gemacht werden und im Prinzip auch bei Rennen mal betreut werden. Das ist zur einen Seite Carrera GT, haben bestimmt schon mal ein paar Leute irgendwo auf einem Poster oder auf einem Bild gesehen. Eigentlich ein ganz geiles Fahrzeug, gibt viele Features dazu, aber dazu kommt mit Sicherheit noch ein eigenes Video. Das andere, was hier bei uns im Showroom steht, GT2 RS Clubsport, Gentleman's Driver Class. Ganz interessante Sache, ist kein reiner Rennsport, sondern eher, ja, das Auto ist schon Rennsport, aber für Leute, die einfach sagen, du, ich habe genügend Geld, ich möchte es nicht professionell betreiben, ich möchte es aber unter Gleichgesinnten mit einem Ferrari Pista oder in die Gegend oder beim reinen GT2 RS Clubsport Event betreiben. Also das ist die zweite Geschichte, Clubsport gibt es auch schon, haben wir schon ein Video davon gemacht, ganz interessante Sache. Ansonsten hier, relativ geräumig, was gemütlich ist zum Sitzen, was zum Fernsehen gucken, wo man unsere Videos danach anschauen kann. Ihr kriegt für uns auch was zum Trinken, kriegt auch einen Kaffee, wenn ihr uns gerne mal besuchen kommen wollt. Ich glaube, das da hinten in der Ecke interessiert auch noch viele. Das hinten in der Ecke, das ist von früheren Tagen von unserer Muttergesellschaft. Ja, unsere Muttergesellschaft ist die Firma Weber Motor. Was bedeutet, die haben in den Jahren 2000 bis 2008 oder 2006 eine Rennserie im Motorrad gesponsert. Wir selber sind alle eigentlich nur so zweiradaffin, aber ganz interessant, 750 Kubik, 4 Zylinder, Zweitaktmotor, 230 PS, ganz sportlich, aus 750 Kubik, sehr aggressiv zum Fahren, für jemanden, der das nicht gewohnt ist, äußerst gefährlich, aber es macht irre Spaß. Stehen bei uns zwei Stück rum, sind Relikte aus vergangenen Tagen. Wir versuchen sie immer zum haben. Vielleicht machen wir mal ein Video, wenn wir mit den Dingen mal ballern. Ja, jetzt haben wir gerade gesehen, Showroom da vorne. Wie gesagt, just for show, da stehen die Dinger drin. Ist zum Angucken ganz nett. Hier wird also der Schraubenschlüssel geschwungen. Das ist jetzt, wo es wirklich an die Sachen geht. Hier wird geschraubt. Wenn ihr mal mitkommt mit uns. Hier stehen zwei Exponate. Das Auto sollte bekannt sein. Hier haben wir ein Kundenfahrzeug, das auch nicht mehr lange bei uns ist, das war relativ bald weg. Ein Sportquattro in der Rallye-Optik, also S1E1, nach individuellen Vorgaben. Wir haben Prüfstand zur Achsvermessung, wo momentan X4 draufsteht. Ja, eigentlich nach jeder Fahrwerksveränderung. Das geht schon los, Dreieckslenker geändert, neue Feder, neues Fahrwerk, immer Spur und Sturz vermessen. Ganz, ganz viele Leute machen das sehr lapsig und sehr lapidar und bei uns kommt schon darauf an, dass es exakt vermessen ist. Können wir vielleicht euch auch irgendwann später mal erzählen, wie wir das machen und wie es vielleicht andere Firmen machen und unsere Einstellung dazu, dass das wirklich präzise sein muss. Weil wir bauen ja Autos, die nicht nur 150 auf der Landstraße fahren oder 150 auf der Autobahn fahren, sondern eben auch mal 360 fahren. Da sind dann 2 Minuten irgendwo schon eine Welt. Gerade bei Porsche merkt man das mit Spur und Sturz und Vorlauf. Das ist ja ein wenig so, auch ein Geheimnis, ein kleines. So, kommt weiter. Wie gesagt, hier wird gearbeitet, aber auch geschoben. Manche Sachen kommen jetzt von der Bühne. Porsche 997, Turbolader ausgebaut. Hat eigentlich zu uns gekommen wegen einer Abstimmungsgeschichte. Aber Turbolader-Defekt hat der Kunde aber vorher schon gemerkt. Wir überholen jetzt die Turbolader, kommen neue Upgrade-Lader rein, kriegt noch ein bisschen mehr Dampf. Weiter geht's. Was hier so steht, unter der Haube ist ein GTR Pro.
Gibt es auch schon ein Video, unser Mann hinter der Kamera, der Corby, hat das schon mal vorgestellt. Ganz nettes Auto, ganz interessant zu fahren. Gibt es auch viele Eindrücke, die jetzt da wirklich mal was Neues bringen. Ist ganz anderes Fahrgefühl, wie die meisten kennen. Aber, wie gesagt, hat der Corby schon mal auch abgeholt. Unser Silverer Porsche, das kennen wir auch. 1240 PS Radleistung, sollte auch bekannt sein. Eine halbe Meile Renner für uns. Relativ flottes Fahrzeug, 1400 PS Kupplungsleistung. Also nettes Ding. Hier sieht man die Sachen, eine neue Rohkarosserie, wo die Seitenteile schon draußen sind, die jetzt dann zum Kürzen geht. Bulldog, nicht so unser Thema, aber eigentlich auch ganz lustiges Szenario. Was hier ein Bekannter von uns macht, der hat seine Sache mal hier selber gemacht. Das ist aber ein ganz nettes Ding. Hier Pikes Peak, haben wir auch schon mal angefangen zu berichten. Neu ist jetzt, der hat seine Außenfarbe schon, seine Innenfarbe schon. Wie es da weitergeht, werden wir auch in einem separaten Video, weil das ist wirklich ein Riesenthema, machen. Und ja, weil wir im Thema Lackieren waren, ihr seht, das Auto ist noch abgedeckt teilweise. Hinter uns seht ihr unsere Lackierkabine, unseren Lackierraum. Das heißt, kleine Lackierungen bis zu einer Motorhaube, Stoßstangen etc. können wir selber machen. Können auch Ganzlackierungen von so Kevlar- und Carbon-Teilen vom ganzen Auto machen. Welcher Lackierer macht das noch gern? Immer ein bisschen schwierig, aber wir haben das mit viel Handarbeit und mit vielen guten Leuten, die jetzt wirklich sagen, wir machen unsere Komplettlackierung. Also auch aus unserer Hand. So, jetzt kommen wir interessanterweise zu unserem Hof. Für manche Leute auch ganz nett anzusehen. Eine Rohkarosse, die ist jetzt im Aufbau. Wird jetzt dann geht zum Lackieren oder erst einmal zum Säubern, dann zum Entlacken, dann zum Lackieren, geht nach Kalifornien. Wird spannende Farbe, sage ich aber jetzt noch nicht, geht nach Kalifornien. Sache ist hier von unserer Schwesterfirma ein Subaru STI Matt, Titangrau Matt, das Auto. Eigentlich ganz spannend. Vierzylinder Boxer. Eigenes Thema, ganz nett. Zwar eigentlich nicht unsere Sache, aber wir stehen auf alles, was richtig cool ist. So Fuhrpark, ab und zu spielen wir so Auto-Tetris. Ich weiß nicht, ob das die meisten kennen. Wir parken unsere Autos gerne um, der Platz geht schon langsam aus. M8 Performance. R8, jetzt Umbau B-Turbo. Ich weiß, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Kommt aber jetzt, versprochen. Das war relativ zügig. Ich muss ein bisschen lauter reden. Ich weiß jetzt nicht, ob man es hört oder nicht. Hinten läuft schon wieder Porsche. Wir spielen Auto-Tetris. Dahinter unser anderer Porsche 991.1 Turbo S. Auch in einem netten Paket mit 750 PS. AMG C43, CLK Black Series, Carrera S, 997 Turbo S. Am Rückstand momentan bei uns mit der Rennsprit-Abstimmung und 102-Oktan-Abstimmung. Auch ganz interessantes Fahrzeug mit Zweischeibenkupplung, Schalter, das ist mal für uns immer eher selten, weil meistens haben wir die PDK-Fahrzeuge hier. Ansonsten hier Möglichkeit bei uns, Prüfstandsmessung bis 3000 PS. Haben wir bis jetzt noch nicht ausgenutzt, unser Prüfstand konnte bisher alles, 3000 PS hat man noch nie am Prüfstand, aber 1400 waren schon drauf. Ansonsten eigentlich ganz lustig zu messen, jeder, der auch mal Bock hat zu wissen, hey, wie viel PS hat mein Auto eigentlich oder wie viel hat es nach der Softwareoptimierung, einfach kommen, ihr könnt bei uns im Prüfstand gehen, wir messen das für euch und dann habt ihr auch eine mal eine präzise Angabe, was euer Auto überhaupt bringt. Vortuning, Mittuning, ohne Tuning, Mittuning, völlig egal, wir messen alles. So, jetzt sind wir drinnen, die alten Audis, die Porsches hat man drin. Jetzt sind wir draußen, da stehen noch ein paar Projektfahrzeuge von uns, die wollten wir euch auch nicht vorenthalten. Audi RS4 B9, haben wir angefangen von erster Software mit Ansaugung, mit Downpipes, mit Auspuffanlage, bis jetzt die letzte Stufe mit den Upgrade-Ladern sind wir bei 622 PS angelangt. Wirklich sehr, sehr nett zu fahren. Also RS4 ist ein tolles Fahrzeug, der Sechszylinder läuft seitenweich. Und die 622 PS passen zu dem Auto wie die Faust aufs Auge. Das ist jetzt die letzte Ausbaustufe, erst einmal keine weiteren Stufen geplant.
Firma TTE, mit der wir zusammenarbeiten, sagen, hey, es wird noch von uns ein bisschen größere Upgrade-Lader kommen. Wir haben Ladeluftkühler von der Firma Wagner drin, die den speziell und als Prototyp für uns gebaut haben. Wir sind mit beiden sehr zufrieden bisher. Wenn jetzt noch mehr kommt, werden wir bestimmt noch mehr machen. Momentan ist das Auto mal fertig abgestimmt. Audi RS3, Corvisign, ein Firmenfahrzeug. Wir nennen ihn Textmarker, wegen der Farbe, ganz klar. Wirklich extrem auffälliges Fahrzeug, aber extrem geiles Teil. RS3, genauso angefangen, Eventuri-Ansaugung, mit einem Catch-Tank fürs Getriebe. Dann mit Downpipes, Auspuffanlage von einem sehr, sehr guten Edel-Hersteller für Auspuffanlagen von uns. Ich kann sagen, Firma Edel 01 macht die Spezialanfertigungen für uns. Tolle Auspuffanlagen, toller Klang. Haben wir dann weitergemacht mit ohne Upgrade-Lader noch bis auf 580 PS. Das Auto läuft phänomenal für das, was da gemacht worden ist. Ladeluftkühler wieder von der Firma Wagner, funktioniert wie gewohnt, wirklich tadellos. Also, Textmarker, unser Projekt RS3. Wir haben da drüben noch stehen ein GTR. Ähnliches Projektfahrzeug, wieder so weit gekommen, angefangen mit reiner Software, jetzt mit Downpipes, mit einem Ansaugsystem aus Carbon, auch von der Firma Wagner, die uns da wirklich sehr, sehr unterstützt haben. Und wie gesagt, wie immer qualitativ hervorragende Arbeit. German Engineering, das lässt nicht aus, da legen auch wir sehr großen Wert drauf. Deutsche Ingenieurskunst wird bei uns groß geschrieben. Viel aus einer Hand, viel von Leuten, die wirklich Ahnung haben. GTR sind wir jetzt beim Stand mit Upgrade-Ladern und Ansaugung und Downpipes. Wirklich sehr, sehr gutes Fahrzeug, liegen knapp 800 PS an. Phänomenal zum Fahren, Heckantrieb. Jeder, der das Auto kennt, schon mal gefahren ist, jetzt mit 800 PS, weiß, ESP-Schalter nicht anfassen. Geiles Auto, wirklich aber auch jetzt so weit, dass wir sagen, okay, that's state of the art, jetzt sind wir durch, wir können diese Pakete verkaufen. Also wer Bock drauf hat, GTR hat, kann wirklich mal was Geiles fahren und vielleicht auch dann dieses Produkt bei uns beziehen. Okay, ein Thema noch. Wir haben uns überlegt, vielleicht würdet ihr gern uns mal besuchen. Auch mal an einem Tag des offenen Abends, vielleicht mit ein bisschen netten Atmosphäre, zu uns kommen, mal bei uns reinzuschnuppern, unsere Ladenräume neu zu besichtigen. Unser Parkplatz wird freigeteert, neu geteert. Vielleicht hättet ihr Bock drauf. Die Frage wäre, würdet ihr das gerne mal machen? Wir machen uns einen netten Abend mit ein paar Autos. Wenn sich alle wirklich aufführen, so dass man es lassen kann, dass hier keiner vorbeiballert, dass wir nicht Probleme kriegen, wäre das für uns super interessant. Wir wollen jetzt mal eure Meinung hören. Wollt ihr uns mal besuchen kommen an einem Freitagabend? Würdet ihr das gerne mal alles live sehen? Schreibt es einfach in die Kommentare und sagt euch uns eure Meinung. Dann können wir vielleicht mal was veranstalten. Das würde uns super interessieren. Danke. Also, kleiner Einblick von der Firma LCE. Ihr habt jetzt ein bisschen gesehen, was wir hier stehen haben, was wir arbeiten, was unsere Projekte sind, was wir vielleicht in Zukunft planen mit euch und auch wirklich für so sehen, wie geht's weiter. Würde uns freuen, hat mich super gefreut, unsere Firma jetzt mal auch in unserem Kanal vorzustellen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, nicht zu schnell fahren, machen wir auch nicht. Viel Spaß und schönen Abend.